Hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Ja, Kumpel, was machst du? Wir sind auf dem Weg. Wir sind jetzt in Krokotopia endlich. Die zweite große Welt nach Wizard City. Und erledigen jetzt hier die Quests. Ne? Ich habe im Moment noch 3 andere Mitstreiter. Glaube ich. Meine, es sind jetzt nur noch 3. Ich komme total durcheinander im Moment. Und naja, zusammen machen wir die hier alle platt, wie wir möchten, wie wir wollen. Die sind mitunter Level 88, Level 90. Die haben überhaupt kein Problem damit, hier irgendwas zu machen. So, was machst du hier? So, ich geh jetzt mal runter. So, das dauert mir zu lang, Leute. Sorry. Es ist irgendwie so ein seltsames Hin- und Hergelaufe. Aber zu Fuß geht es manchmal auch gar nicht so schlecht. So, gehen wir nochmal zum Professor Winthrop. Du hast den Schlüssel zur Kammer gefunden. Sehr gut. Unsere Männer hier haben alle Hände voll zu tun. Kannst du Bitinirini in seiner Kammer besiegen? Nimm ihm die fehlende uralte Tafel ab. Vielleicht kann ich dann herausfinden, wie dieser Wahnsinn seinen Anfang nahm. Tja. Ich freue mich, wenn ich auch mal in der Lage bin, dass ich dann so groß und stark bin, dass ich anderen bei ihren Quests helfen kann. Auch das werde ich natürlich mal machen. Aber im Moment gilt es erstmal, richtig voranzukommen hier bei dem Spiel, damit ich nicht mehr hier am Anfang rumkrauche. Immerhin, jetzt bin ich schon mal nicht mehr in Wizard City, was wirklich gut ist. Was wirklich gut ist, ne? Denn, was auch das Let's Playen an sich angeht, viele Let's... Upsala. Es gibt sicherlich einige Let's Plays über Let's Play Wizard 101. Ich bin völlig verwirrt, egal. Nur viele treiben sich nur so am Anfang rum, habe ich gesehen. Also es gibt, glaube ich, kein wirklich durchgehendes Let's Play von der Erstellung des Charakters bis zu Level 90 oder so, bis zu Let's Play Nummer 500, was weiß ich. Ne? Das höchste, was ich jetzt gesehen hatte, war Let's Play Nummer 58. Das war, glaube ich, auch hier in Krokotopia dann zuletzt. Und weiter geht es nicht. Hm, was hat der denn? Rezepte. Rezepte kann ich im Moment nicht brauchen. Ach, hier gibt es ja schon wieder Zyklopen. Leute, warum macht ihr das denn? Das mag ich immer. Süß, oder? Wenn die Figur noch nicht geladen ist. Wenn dann noch so ein Platzhalter erscheint. Aber was soll's. Oh mein Gott. Hey, ich wäre jetzt mit dir mitgefahren. Oh, 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 jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Ich brauche vielleicht doch ein Reittier. Und wenn es nur ein Besen ist. Ein Besen ist gar nicht so... Ja, jetzt gehen wir hier rein. Jetzt geht's los. Auch das wird wieder mal kein Problem werden. Wir wissen es. Hast du dir die Krone gekauft, Kevin? Du bist es nicht würdig, vor mir zu stehen, Zauberer. Auf die Knie. Vielleicht werde ich dann Gnade walten lassen. Ey, du Spacko, machst du mich hier an, oder was? Ach, ich nehme schon wieder nicht dran teil. Die sehen ja alle gleich aus. Wer ist denn jetzt hier der Obermotz? Weiß man nicht so genau, ne? Naja. Ich hab mein Kartenspiel umgebaut, dann muss ich nicht meine Pips sparen. Okay. So, was haben wir denn hier? Aha. Komm, das
komm hier, die werfen wir mal ab und ziehen eine neue Karte. Und zwar den Feuerdrachen. Den kann ich gar nicht benutzen mit 7 Pips. Scheiße, ach komm. Ich bin einfach noch nicht so weit. Aber ich muss dann mal diese ganzen Kartensachen sortieren. Natürlich nicht, wenn die Leute alle dabei sind. Leute, vielleicht sage ich euch gleich, ich höre auf. Und dann werde ich noch still und heimlich irgendwo was machen. Und zwar ein bisschen hier im Inventar was machen. Sortieren. Und so. Mal gucken. Ja, das ist nämlich dann nicht wirklich nicht mehr interessant für euch. Da kriege ich ja schon Bammel, wenn ich demnächst tatsächlich mal alleine hier in Pokotopia rumschlawenze. Gut. Ich mag Kolossal. Kolossal. Was meinen die? Nee, kann ich nicht gebrauchen. Ach, ich hätte den jetzt mal gerade töten können. Egal. So, direkt mal ein bisschen Schleichwerbung machen hier. Ich habe ein Fantasy-Buch geschrieben. Bloß einfach... Oh, das kann ich leider nicht benutzen. Das sieht nämlich gut aus. Direkt mal... Werbung machen. So. Oh, wer muss auf? Merlin, mach's gut. Vielen Dank für alles. So. Und da sind wir nur noch zu dritt. 1, 2, 3. Jetzt wird's ein bisschen übersichtlicher. Also, wir haben jetzt hier die Hermine. Legende der Nekromantie und den Daniel Bitztor, den Prometheus der... Der was? Prometheus der Pyromantie. Ja, so werden es dann auch weniger. Ich meine, es ist ja auch schon spät, ne? Und dann sehen wir uns im Let's Play, in den Videos wieder. Ich freue mich schon. Ach ja, Kevin. Moment, hey, was stand denn da jetzt? Hermine und ich können dich mal zu einem Endkampf mit... Moment. Das könnt ihr? Wie geht das? Kevin, du hast doch Skype, oder? Ja, so. Ja. Nein, jetzt verdrücke ich mich aber. Ja. Moment, das muss ich mal lesen. Nach Azteca, die letzte Welt. Kannst du machen. So. Hast du meine Adresse? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich bei Skype heiße. Ich benutze das so selten. Ich überlege gerade.
heiße ich denn nochmal bei Skype? Kilter 83 oder so? Hab's vergessen. Benutze Skype so selten. Selten. Schreib mir offline nochmal. So. Nee, weiß ich einfach nicht mehr. Also Skype benutze ich wirklich selten, obwohl es ja cool ist, aber ich habe nicht so viele Freunde. Nein, ich habe total viele Freunde. Ich kann mich vor Freunden überhaupt gar nicht retten. Jeden Tag stehen sie hier in meinem Haus und wollen rein und belagern mich nicht. Nee, ich schreibe mit den meisten Leuten über Facebook oder so und das reicht. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin ja schon 29 Jahre alt. Meine Fresse. Ich werde jetzt bald 30. Das heißt, da habe ich auch noch viele, viele andere Sachen zu tun. Zum Beispiel, um jetzt mal einen kleinen Schwank aus meinem Privatleben zu erzählen, habe ich auch eine kleine Familie. Und die erfordert natürlich auch viel Aufmerksamkeit. Wesentlich mehr Aufmerksamkeit als das Let's Play. Deswegen spiele ich auch relativ selten. Deswegen kann ich nicht so total viele Videos raushauen. Ne? Jeden Tag 3, 4 verschiedene Let's Plays, wie das die großen Let's Player machen. Das kann ich nicht tun. Habe ich einfach keine Zeit für. Ich kann nur ab und zu mal nachts spielen. Uralte Tafel. Und muss das dann so ein bisschen jetzt ziehen, jetzt mit den Folgen. Der, ne? Professor Winthrop der Orden bekämpfte die Tutz. Sein Plan war, sie mit dem Krokonomikon in einen ewig währenden Schlaf zu versetzen. Ich glaube, der Orden des Reißzahns existiert noch. Und seine Anhänger verstecken sich irgendwo in Krokotopia. Wir haben einen Kartenraum entdeckt, der bei der Suche helfen könnte. Mein Assistent Danford hat versucht herauszufinden. Hilf ihm bitte. Du findest ihn im Ausgrabungsraum in der Kammer des Feuers. So, ich muss mal gucken. So, jetzt habe ich schon wieder ganz viel Zeug. 68 von 80. Okay. Sprich mit Assistent Danford. Ach, hier kann ich runtergehen. Kammer des Feuers. Das heißt, das ist... wer kommt denn da uns entgegen? Cassiopeia Drachen-Dingenskirchen. Mhm. Ja, hier treibt sich... Ach, interessant. Interessant. Nö, jetzt nicht. Nö, jetzt nicht. Nö, jetzt nicht. Ne, wirklich nicht. Ne? Also, das schalte ich jetzt nicht noch frei. Jetzt gehe ich erstmal hier wieder in die königliche Halle. Weil jetzt habe ich schon nicht mehr so viele, so viele, wie heißt es? Kronen. Und... ich habe ja jetzt noch genug anderes zu tun. Ne? Dum-di-dum-di-dum, dum-di-dum-di-dum. Mir ist so verdammt warm. Und durch diese ganze Sprecherei muss ich trinken wie eine Sau. Hm. Die sprachen eben von einem Zauber, der heißt Kolossa oder so, oder Kolossal. Da möchte ich mal kurz nebenbei erwähnen, ich habe ein Fantasy-Buch geschrieben, das nennt sich Colossia und handelt von einem Mann, der ohne Erinnerungen irgendwo aufwacht und ja, sich auf die Suche macht nach seinen Erinnerungen. Und ob, während er sich auf dieser Suche befindet, passiert etwas Furchtbares, wodurch er gezwungen wird, mit einem verdammt großen Koloss durchs Land zu ziehen. Dieser Koloss ist ungefähr 200 Meter groß oder so, also ein richtiges Monstrum. Und naja, der kann nicht mehr von diesem Tier oder von diesem Wesen weg.
Und das ist natürlich ziemlich scheiße. Ja, das ist ziemlich scheiße und da passiert auch ganz viel Furchtbares. Na, davon handelt dieses Fantasy-Buch. So. Einfach mal nach Colossia googeln und dann findet ihr das. Colossia. So, das war die Schleichwerbung. Meine Inventarliste. Wunderbar. Du hast sie gefunden. Oh je. Wo sind bloß die Artefakte, die ich gefunden habe? Das ist schlecht. Die Artefakte würdest du gegen die Crocs kämpfen, bis du die Artefakte hast? Ich wäre dir sehr dankbar. So, Leute, Folge beendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.